Hallo, liebe Aufrufer, eine Lichtgeschwindigkeit aus soziologischer Sicht am Donnerstag, den 8. September, hier anhand der Echtzeitlage und den Tageszeitungen, die ich angeschaut habe und habe etwas gehört. Heute nochmal im Deutschlandfunk aus der Rede von der Bundeskanzlerin Dr. Merkel, auf das ich jetzt näher eingehen will. Sie sprach nämlich, und das war kein Zitat nach Tolstois großem Roman, sie sprach von ihrer Politik von Krieg und Frieden. Semantisch, also wohlmeinend richtig verstanden, konnte das nur heißen Krieg oder Frieden. Sie sprach das im Zusammenhang mit dem Ende der Europäischen Union gleichbedeutend mit Krieg. Europa, die Europäische Union, muss aus Sicht von der Bundeskanzlerin Merkel weitergehen, auch über den Modus von Stabilitätspakt oder Schuldenpolitik oder so, weil es sonst Krieg gibt. So drastisch hat sie das gesagt. Sie hat aber gesagt, Krieg und Frieden. Und an dieser Durcheinander-Semantik einer rhetorischen Unmöglichkeit werde ich mich jetzt hier gleich nochmal betätigen. Hier Frau Merkel mit der Piratentasche im Deutschen Bundestag, aber vorher muss ich dringend hier noch etwas vorspielen. Also Kommunalwahlkampf in Niedersachsen. Es ist wichtig, dort zu wählen aus einem zusätzlichen Grund. Es gibt keine 5%-Hürde für den Kommunalwahlkampf. Das heißt, nach den zu vergebenen Sitzen in den jeweiligen Ortsräten und so weiter, Lokalparlamenten, ziehen gewählte Kandidaten ein. Und ich möchte also sagen, dass ich auf dem Piratenpartei Deutschland Portal Piraten Niedersachsen eine wirklich professionell gemachte, leicht zugängliche Präsentation der Kandidaten des Wahlkampfes der Piraten Niedersachsen gefunden habe, im Unterschied zu anderen Sachen. Und dazu möchte ich dann sagen, hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute ganz am Rande, bevor ich zu meinem Kernthema der Kriegsrede von Frau Merkel komme, Krieg im Sinne von Zersetzung der Rhetorik, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung einem Unsinnsspruch, Energiewende macht Strom noch teurer. Das ist wirklich Schwachsinn, weil hier unterstellt wird, der bisherige Atomstrom sei kostengünstig. Genau das stimmt nicht. Jedes Abschalten eines Atomkraftwerkes macht Strom und das Leben in Deutschland billiger. Der Betrieb von Atomkraftwerken ist unbezahlbar und das sieht man daran, dass die Betreiber der Atomanlagen nicht mal das Geld haben, die Anlagen abzubauen, geschweige denn die Entsorgung des Müllers und der Weltvergiftung und völlig unabhängig von solchen sozialen Schrecknissen wie Supergau. Wer einen Supergau verursacht, muss ihn nicht bezahlen. Wer einen Autounfall verursacht, muss ihn bezahlen. Wer eine Versicherung auslöst, muss ihn bezahlen. Aber wer etwas anstellt, was man nicht mal versichern kann, wie einen Supergau mit Atomkraftwerken, der muss nicht bezahlen. Also von wegen Energiewende macht Strom teurer, ist eine Scheißparole ersten Grades. Das ist ein Witz-Gag-Spruch aus der Atomlobby, der völlig widersinnig ist. Es gibt nichts Teureres als die Atomanlagen und damit wirklich muss man mal aufhören, solche Überschriften zu produzieren. So, dann Frau Merkel hat also in Karlsruhe aus ihrer Sicht Erfolg, indem die Schuldenpolitik des Euros fortgesetzt werden darf und Deutschland darf Milliardenbürgschaften geben, die Deutschland gar nicht bezahlen kann. Nicht nur Frau Merkel kann es nicht bezahlen.
Geschweige denn, die nachfolgenden Politikergenerationen, die das mal bezahlen sollen, werden heute danach gefragt. Das ist also absurd. So hat Frau Merkel gestern eine Rede gehalten. Und ich möchte nur sagen, die Verwechslung der Formulierung Krieg und Frieden, hat sie gesagt, mit Krieg oder Frieden, ist aus geistiger Verwirrung geboren. Frau Merkel ist geistig verwirrt. Aber anders kann man das nicht sehen. Und ich habe jetzt mal in diesem Falle es zwar nicht nötig, ich verlasse mich schon auf mein eigenes Urteilsvermögen, aber ich habe hier nun heute darüber nachgedacht, ob ich diesen Slogan Krieg und Frieden, diesen Unsinn, überhaupt exponiere für eine Lichtgeschwindigkeit. Dann habe ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung bekommen und finde, dort wo es auch hingehört eigentlich, nämlich auf dem Titel, auf der Titelseite des Feuilletons von einem Wissenschaftsredakteur, der eigentlich in einer ganz anderen Abteilung schreibt, Jürgen Kaube, den ich sehr schätze, nicht aus Versehen, finde ich von dem hier einen kritischen Artikel, auf den ich jetzt eingehen möchte. Jürgen Kaube schreibt also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 8. September, Donnerstag von heute. Ja, schönen Dank für die Ankündigung. Hier ist wirklich die Hölle. Wo ich lebe in Berlin, ist die Hölle. Die Flugzeuge fliegen alle 3 Minuten im Tiefflug hier drüber nach Tegel. Die Straßenbahn rasselt wie verrückt. Es ist 4-spuriger Stau und dann sind alle 3 Minuten diese Alarmfahrzeuge. Es ist wirklich, man kann sich auch nicht daran gewöhnen. Also, Frau Merkel, unter der Überschrift nur weiter im Text. Angela Merkel hat geredet. Was hat sie da getan? Jürgen Kaube. Politiker reden und je höher sie steigen, desto mehr reden sie. Das wird ihnen oft vorgeworfen, denn sie sollen, heißt es dann, lieber handeln. Was eine etwas schlichte Unterscheidung ist, denn man kann ja auch redend und redenhaltend handeln. Die wissenschaftliche Disziplin, die sich damit befasst, heißt Pragmatik. Eine Rede pragmatisch betrachten heißt nicht danach zu fragen, ob es stimmt, was in ihr gesagt wurde, sondern was der Redner getan hat, indem er es sagte. Betrachtet man die gestrige Rede der Bundeskanzlerin in der Generaldebatte des Bundestages pragmatisch, so kommt man zu dem Schluss. Es war in Deutschland wohl noch nie so schwer, die Einschätzung der politischen Situation von den Worten des amtierenden Regierungschefs abhängig zu machen. Denn wollte man es bei Angela Merkel tun, dann käme man zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen, je nachdem, wann man ihr zuhört. Das gilt nicht nur, weil Angela Merkel, was oft als ihr Pragmatismus beschrieben wird, sich in heutigen Reden etwa über Atomkraft, Steuern, Außenpolitik, Subventionen nicht an gestrige Reden gebunden fühlt, dadurch würde sie noch nicht auffallen. Das ist politisch üblich und geht auch gar nicht anders. Immerhin möchte man ja lernfähige Politiker. Doch Angela Merkel, CDU, hat gestern eine Rede gehalten, die vorführte, wie es sich anhört, wenn jemand sich nicht einmal an die Rede gebunden fühlt, die er gerade hält. Die Rede der Kanzlerin nahm ungefähr diesen Verlauf. Deutschland geht es gut, den Bundesländern, die von Rot oder Grün regiert werden, also fast alle, genannt wurden Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, geht es schlecht. Also Deutschland geht es gut, aber den Ländern geht es schlecht. Das ganze Land aber steht besser da als noch vor Jahren. Wir leben nicht in normalen Zeiten, die Probleme stellen sich mit unglaublicher Schärfe. Das sind hier Zitate von Frau Merkel. Aber Deutschland geht es gut. Es muss jetzt auch Europa gut gehen. Alles ist auf einem guten Weg. Die Derivate-Regelung muss noch durchgesetzt werden, aber sonst haben wir es richtig gemacht. Es gibt kein Weiter-so. Länder, die eine gemeinsame Währung haben, führen keinen Krieg gegeneinander. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Dann geht es auch Deutschland nicht mehr gut. Ein kleines Land kann die ganze Währung in Gefahr bringen. Wer einen Faden im feinen Netz der Weltwirtschaft kappe, könne das ganze Netz zum Einsturz bringen. Der Euro wird nicht scheitern.
sondern lauter gegensätzliche, sich ausschließende Behauptungen aneinandergereiht. Kau beschreibt, selten zuvor dürften in einer Kanzlerrede die Behauptung, alles sei auf gutem Weg und die Entgegensätze, es drohe, wenn nicht grundsätzlich umgedacht werde, schlimmstes, sich so oft abgewechselt haben wie in dieser. Und das bei einheitlicher, nämlich ökonomischer und wirtschaftspolitischer Themenstellung. Es geht uns also wirtschaftlich gut und schlecht. Indem Angela Merkel Gründerväter und überwundene Erbfeindschaften erinnernd Europa als Friedensordnung und Ordnung um des Friedens willen beschrieb, teilte sie zugleich mit, am Ende des Euros stehe die Möglichkeit von Krieg. Dass Länder ohne gemeinsame Währung deswegen nicht schon Krieg führen, dafür wäre allerdings das Europa der Nachkriegszeit selbst ein Beispiel. Indem sie mitteilte, es gebe kein Weiter-so, erweckte sie den Eindruck, genau ein solches habe sie im Sinn. Noch von der Polemik in Stuttgart seien gerade 180 neue Stellen im Staatsapparat geschaffen worden. Da sehe man ja, woran man mit Rot-Grün in Sparhinsichten sei, ging so die Beruhigung aus, dass, wenn das unsere ganzen Sorgen sind, es so schlimm nicht stehen kann. Dann aber sofort wieder die Warnung vor der großen Krise. Ich lasse etwas aus, zum Schluss hier. Die Pragmatik lehrt, dass man nicht gleichzeitig leugnen und bestätigen, warnen und entwarnen, drohen und befrieden kann. Und sie lehrt, dass es zu einem performativen Widerspruch führt, wenn man durch die Art, in der man etwas sagt, das, was man sagt, dementiert. Angela Merkel aber lehrte der Pragmatik Pragmatismus und löste die unlösbare Aufgabe, durch Warnungen zu beruhigen und mittels Beruhigungen zu verunsichern. Der Abgeordnete Gysi, die Linke, behauptete anschließend, wir hätten es mit einer Systemkrise zu tun. Welches System genau er meinte, behielt er für sich, vermutlich den Kapitalismus. Doch man wurde in Angela Merkels Rede Zeuge noch einer ganz anderen Krise. Die der politischen Rede selbst. Ihre Voraussetzung, dass es etwas zu sagen gibt, weil jemand etwas weiß und etwas Bestimmtes vorhat, scheint derzeit zu entfallen. Insofern war diese ganz und gar undramatische Rede unheimlich. Jürgen Kaube in der FAZ von heute, dem allerdings die eigene Zeitung unheimlich sein muss. Wir achten auf die Feinheiten und weisen auf die Piratenwahl am kommenden Wochenende in Niedersachsen auf kommunaler Ebene hin. Überall, wo kommunale Piratenkandidaten sind, kann man sie auch wählen und man kann sich informieren im Internet, insbesondere auf piratenparteideutschland.de, Piratenpartei Niedersachsen. Und frohe Laune ist immer besser als schlechte Laune, deshalb wünsche ich hier frohe und schlechte Laune. So. Nein, Krieg und Frieden. Auch nicht. Tolstoi lesen. Lieber Tolstoi lesen als Merkel. Schönen Dank für den Aufruf.